Klein und energiegeladen sind Powerbanks mittlerweile sehr gefragt. Kapazität, Robustheit und Ladetechnik bestimmen dabei den Preis. Hi und willkommen auf unserem Kanal. Jetzt kommen wir zur Gesamtbewertung 4,7 von 5 Sternen der Anker PowerCore Plus USB PD 45 Watt 26.800 mAh. Zum Zeitpunkt des Tests lag der Preis bei rund 120 Euro. Groß, schwer und ausdauernd. Aber der Preis ist eine Hausnummer. Stärken sind, das starke 60 Watt Netzteil ist enthalten für Power Delivery. Sie ist hochwertig verarbeitet und der Ladestand ist per Knopfdruck ablesbar. Ihre Schwächen sind, sie ist sehr teuer, Power Delivery ist über 12 Volt nicht möglich und sie kommt ohne Quick Charge. Beim Blick auf den Preis dürfte man bei der Anker PowerCore Plus USB PD 45 Watt zunächst zurückschrecken. 100 Euro für eine Powerbank ist schon echt viel. Was erst beim zweiten Blick ersichtlich wird, im Lieferumfang befindet sich ein 60 Watt Steckernetzteil mit samt USB-C-Anschluss und Power Delivery. Dadurch kann das Netzteil an einer Steckdose auch ein passendes Notebook aufladen. Problem: Sowohl Powerbank als auch das Netzteil beherrschen keine Power Delivery über 12 Volt. Sollte euer Notebook also 12 Volt voraussetzen, könnte es hier Probleme geben. Die beiden USB-A-Ausgänge sollten eigentlich auf 2,4 Ampere ausgelegt sein, in einem Testbericht der CT liefern die Buchsen aber auch 3 Ampere und mehr. Quick Charge liefert die Anker leider nicht, dafür aber einen großen Knopf an der Oberseite, über den ihr darum befindliche LEDs zum Leuchten bringen könnt, um den Ladestand der Powerbank einzusehen. Unser Fazit: Natürlich hat jedes Produkt seine eigenen Stärken und Schwächen, sodass jeder für sich selbst entscheiden sollte, was zu einem selbst und natürlich dem eigenen Geldbeutel passt. Dafür haben wir euch alle Produkte in der Videobeschreibung für noch mehr Details verlinkt. Habt ihr euch schon entschieden oder gar schon eins der Produkte zu Hause? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns mitteilt, welches Gerät ihr bevorzugt und vor allem auch warum. Ich hoffe, dass wir euch bei eurer Kaufentscheidung ein wenig helfen konnten. Und wenn ja, lass doch bitte ein Like da und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Das würde uns und dem Kanal wirklich weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Auf Wiedersehen!